Wunderschönen guten Morgen von uns beiden. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und das Baby kaut und kaut und kaut auf seinen Händchen. Oft hat er wirklich tatsächlich die ganze Hand im Mund. Also ich vermute, da kommen irgendwie, ich weiß nicht, was kommt denn zuerst, die Backenzähne oder die Eckzähnchen? Aber ich sehe noch nichts, aber er kaut und kaut und kaut und kaut. Ne? Ja, du kleine Schlawiner, du. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall etwas vor. Auch so eine Sache, wovor ich mich ja jetzt ein bisschen gedrückt habe, eine ganze Zeit lang schon. Was ich auch so ein bisschen rausgezögert habe, denn... Was machen wir jetzt, Leo? Ja, was machen wir jetzt? Ja, genau. Ne? Mama versucht jetzt mal, deine Härchen zu schneiden. Ja, ihr seht es ja schon, die sind, ich zeige euch das gerade mal ein bisschen näher, die sind wirklich jetzt so lang, dass ich sage, geht so nicht mehr, weil zum einen, ja, guck mal, zum einen hängen die hier vorne ihm jetzt teilweise schon so ein bisschen in den Augen. Es sind auch immer noch seine ersten Haare, das ist halt das, warum ich es bisher noch nicht gemacht habe, das, ja, okay, schneller, als halt wirklich die ersten Haare noch sind. Das sind die, mit denen er auf die Welt gekommen ist. Die sind nie ganz ausgefallen, aber die sind jetzt halt wirklich hier vorne schon sehr lang. Und gerade bei dem warmen Wetter, der schwitzt halt wirklich auch hier hinten. Und wenn man hier vorne guckt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, schaut mal. Da kommen die ganzen kurzen Haare nach, dass die Haare jetzt insgesamt halt eben einfach dichter werden. Und ich könnte ihm wirklich, also wenn ich wollen würde, könnte ich ihm hinten schon ein Zöpfchen machen. Also ich glaube, jede Mädchenmama würde sich freuen. Hier, schaut mal. Aber ja, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich an der Zeit. Was ist jetzt den Teddy von Nino? Den Teddy von Nino nimmst du dir? Ein Teddy. Ja, ich glaube, die ersten... halbwegs verständlichen Wörter kommen jetzt auch so langsam. Also da passiert gerade bei dem kleinen Schatz auch wirklich unglaublich viel. Ja, aber das ist jetzt was, was ich versuchen möchte. Ich schneide bei Nino ja auch seit jeher. Ja, aber auf den Tisch krabbeln wir nicht, Schatz. Auf den Tisch krabbeln wir nicht. Ja. Schneide ich ja die Haare auch schon seit jeher selber. Er war noch nie beim Friseur, Nino. Einmal hat eine befreundete, nein, andersrum, eine Freundin, die Friseurin, man sagt nicht Friseuse, ne? Friseurin, glaube ich. Doch, das Babyfon, okay, aber nur kurz. Ihm mal die Haare geschnitten, dem Nino, ansonsten habe ich das immer selber gemacht. Das ist nicht perfekt, bei weitem nicht, ich habe das nicht gelernt, um Gottes Willen, aber ich denke, ich kann mein Kind so immer aus dem Haus schicken. Und ja, beim Leo will ich das jetzt auch mal versuchen. Ich möchte es eigentlich gar nicht wirklich richtig kurz haben. Ich mag das bei kleinen Kindern total, wenn die Haare auch ein bisschen länger sind. Aber einfach, dass es jetzt ein bisschen kürzer ist, dass er vielleicht auch nicht mehr so schwitzt und ja, dass es ihm nicht mehr so in die Augen hängt und dass es vielleicht jetzt auch mal ein bisschen ordentlicher aussieht, weil ja, ich glaube, gerade auch hier hinten sind die einfach zu lang. Aber ja, ne, er ist jetzt fast 17 Monate alt, genau. Und ja, wie gesagt, hat seine Haare nie ganz verloren. Und es ist ja klar, dass die irgendwann ja dann einfach auch lang sind und mal geschnitten werden müssen. Jetzt habe ich es lang rausgezögert und jetzt versuchen wir das heute mal. Muss ich mir mal gleich hier alles so ein bisschen aufbauen. Ich werde das in diesem Stuhl machen und gucken, dass ich ihn irgendwie dabei so ein bisschen beschäftigt bekomme. Und dass wir da dann relativ schnell, hoffentlich, dann ein schönes Baby raus haben, ne? Baby und Mama sind bereit. Ich habe ihm jetzt hier so einen hinten, so einen Waschlappen reingesteckt. Und vorne habe ich ihm jetzt einfach so ein Lätzchen angezogen, in der Hoffnung, dass er dann ja möglichst nicht unter den Klamotten die Haare bekommt. Und was ich mir jetzt hier auch schon bereitgelegt habe, ist so eine kleine Tüte. Denn wie beim Nino damals auch beim allerersten Mal Haare schneiden, möchte ich natürlich so eine kleine Strähne von seinen Haaren aufheben. Die kommt dann auch in die Erinnerungskiste. Und ja, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Und hier habe ich Schere und Kamm. Das hatte ich mir irgendwann mal gekauft,
Also ist jetzt kein Profi-Produkt, aber besser wie eine Küchenschere, ne? Und ja, die ist auch echt scharf, muss ich wirklich aufpassen. Jetzt bin ich gespannt und hoffe, dass der Leo ja, das nicht schlimm findet, nicht gruselig findet, keine Angst hat und ja, auch halbwegs stillhält. Jetzt machen wir nochmal ein Vorher, wie die Haare aussehen. Schaut mal, also hinten sind die, ja, so lang. An den Seiten, also hier auch, das ist ja alles schon mega übers Ohr drüber. Und ja, von vorne, ne? Ja, ne? Also ihr seht, das ist schon wirklich sehr, sehr lang. Hm, Bibi? Der kleine Schatz? Solange der noch hier mit dem Babyfon jetzt halbwegs beschäftigt ist. Ja, versuche ich das einfach mal. Also wie gesagt, wenn mir jetzt irgendein Friseur zuschaut, bitte nicht urteilen. Ich habe es nicht gelernt und ich versuche das einfach so zu machen, wie ich denke. Und ne, jetzt drehst du den Kopf. Das ist ungünstig. Ja, und versuch mal, dass ich jetzt hier halbwegs was hinbekomme. Aber du darfst dich nicht bewegen. Ja. Als erstes mache ich jetzt auf jeden Fall mal die Strähne für die Erinnerung. Wenn ich es hinkriege. Das ist gar nicht so einfach, wenn du so rumzappelst. Mhm. Da sind sie, die ersten Härchen. Das ist das Baby. Ihr seht es doch mit ein bisschen Essen abgelenkt. So. Hier eine kleine Strähne, die packe ich jetzt auch direkt hier rein. Ja, und jetzt gucken wir mal. Oh, ich hätte sie vorher aufmachen sollen, die Tüte. Ne? Ihr das auch gemacht? Habt ihr auch Haarsträhnen von euren Kindern aufgehoben? Ja, schau mal, Leo. Hm? Schreibt mir das doch sehr, sehr gerne mal. Und auch, ob ihr euren Kindern auch die Haare schon mal selber geschnitten habt oder gleich von Anfang an zum Friseur. So, hier ist jetzt auf jeden Fall das Erinnerungsstück. Da kommt auch noch gleich, oder später, wenn ich dann hier fertig bin, einen Zettel rein, wann ich das zum ersten Mal gemacht habe. Und dann kommt das, wie gesagt, in die Erinnerungskiste. Und hier hinten ist jetzt schon, seht ihr das? Die erste kurze Strähne. Ja, und jetzt kommt der Rest. Fertig! Das Baby ist fertig! Sollen wir dich zeigen? Schau mal! Oh, sieht der Leo schick aus! Ja! Er hat es echt richtig gut gemacht. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man erst dann schneidet, wenn er den Kopf nicht mehr bewegt und die Strähne gegebenenfalls auch fünfmal nochmal neu holt. Hier oben hat er jetzt so ein bisschen abstehende Haare. Ich zeige es euch gleich auf jeden Fall nochmal genauer. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal kurz saugen, weil wir haben jetzt hier natürlich... Und auch der Stuhl ist jetzt noch ein bisschen voll. Ich habe extra heute Morgen nicht gesaugt, dann mache ich jetzt das schnell. Saug den Leo einfach nochmal kurz ab. Und dann zeigen wir das nochmal genauer, wie schick du jetzt aussiehst. Du bist so süß. Ja, du bist so süß. So, jetzt habe ich hier einmal alles komplett durchgesaugt. Alles Krümelige, alle Härchen vom Schneiden sind weg. Und schaut mal, so sieht es jetzt aus. So sieht der kleine Leo jetzt aus. Hier hat er, glaube ich, so ein... Wirbel, deswegen stehen die Haare hier so ein bisschen ab, aber schickes Baby von vorne. Ja, ne? Oi.
Und so sieht es jetzt von hinten aus. Halt, bleib mal kurz stehen. Von der Seite. Nee, ich finde. Da ist er. Ich finde es gar nicht so schlecht geworden. Nicht zu kurz auf jeden Fall. Das ist mir einmal bei Mino passiert. Aber ja, jetzt hat er auf jeden Fall ein bisschen wieder, also das heißt wieder, zum ersten Mal einen Schnitt drin. Ging auch ganz gut. Er hat echt gut mitgemacht. Ne? Und ja, jetzt ist ihm vielleicht nicht mehr ganz so warm am Kopf. Und es sieht ein bisschen ordentlicher aus. Ne? So. Ja, ja. Genau. Ne? Schickes Baby. Was sagt ihr? Schreibt mir mal gerne, ob ich mein Kind jetzt so rauslassen kann oder nicht. Ja, da sieht man es jetzt auch nochmal ganz gut, wie es jetzt von hinten aussieht. So. Also ich find, es ist echt nicht so schlecht geworden. Ich bin stolz auf meine Leistung. Und jetzt schaue ich mal, wie lange das hält. Bei Nino muss ich tatsächlich... Bevor es zu lang wird. Ich mag es ja wirklich gerne, wenn bei kleineren Kindern die Haare ein bisschen länger sind. Aber da muss ich tatsächlich relativ oft schneiden. Bin ich mal gespannt, wie es beim Leo hält. Und ob mein Mann es merkt. Ich habe nicht gesagt, dass ich ihm Leo die Haare schneide, ob es ihm direkt auffällt. Aber es ist wirklich ja einiges abgekommen. Das hing ihm ja wirklich schon vorher in den Augen drin. Und auch hinten war es ja wirklich, ihr könnt ja fast schon ein Zöpfchen machen. Von daher sieht es jetzt, finde ich, ein fescher, kleiner, junger Mann hier. Ja. Ne? Schreibt mir mal gerne, wie ihr es findet. Kleine Maus schläft und ich musste ihn jetzt gerade die ganze Zeit so genau angucken. Das ist für mich so eine Veränderung, dass die Haare von ihm jetzt ab sind. Aber ich finde, er sieht so niedlich aus. Ich fand es auch vorher niedlich. Wie gesagt, ich mag das super gerne, wenn kleine Babys noch so lange Haare haben, auch als Junge. Aber es war halt bei ihm jetzt wirklich viel zu lang. Aber er sieht jetzt so niedlich aus. Ich krieg gar nicht genug von ihm. Ja, auf jeden Fall, er schläft jetzt. Und ich habe mich wieder hier ins Büro zurückverzogen. Und bevor ich jetzt arbeiten kann, muss ich hier erstmal aufräumen. Ich zeige euch mal gerade kurz das aktuelle Chaos. Drucker und noch Reste, die weg müssen. Hier ist auch alles super unordentlich. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen, nee, stimmt gar nicht, vor zwei Tagen, endlich meine Steuer abgeschlossen. Und dementsprechend herrscht hier noch das absolute Chaos. Das muss ich jetzt erstmal wieder ordnen, bevor ich hier wieder vernünftig arbeiten kann. Und ja, wieder mich auf die Arbeit konzentrieren kann und nicht von dem Chaos abgelenkt werde. Und Leos, das will ich jetzt zuerst machen. Das liegt hier nämlich auch auf dem Tisch. Leos Haarsträhne will ich noch kurz beschriften. Die habe ich euch ja vorher gezeigt, hier in diese kleine Tüte. Und jetzt nehme ich hier einfach so ein bisschen Karton und schreibe da seinen Namen drauf. Und das Datum von heute. Ja, und dann kommt das da rein und dann kommt das in die Erinnerungskiste. Und ich habe auch vor ein paar Tagen, mache ich jetzt seit einigen Tagen wieder, früh aufstehen, sehr früh aufstehen. Das ist nämlich was ich mir vorgenommen habe, wenn Leo anfängt, oben in seinem Zimmer zu schlafen. Es klappt zurzeit eigentlich ganz gut. Mal muss ich öfter hoch, mal muss ich nicht so oft hoch nachts. Und wenn es zu viel wird, dann habe ich ihn auch einfach schon wieder mit hier runtergenommen. Also wenn ich bis, keine Ahnung, 2 Uhr, 2:30 nachts gefühlt immer noch nicht geschlafen habe, dann nehme ich ihn auch einfach mit hier runter. Weil bei Nino damals konnte ich dann einfach sagen, ja okay, dann bleibst du morgens länger liegen. Geht jetzt nicht, ne? Jetzt habe ich ein älteres Kind, um das ich mich kümmern muss. Und das funktioniert dann eben einfach bei den zweiten Kindern nicht mehr so. Aber genau, damit habe ich jetzt wieder angefangen und ihr wisst ja, jetzt habe ich gerade schon wieder vergessen, welches Datum wir haben. Und ihr wisst ja, dass ich das eine ganze Zeit lang früher auch schon gemacht habe. Wer mir schon länger von euch folgt, weiß, dass ich das ja eine ganze Weile früher auch schon gemacht habe, als ja, ich sozusagen mit der Selbstständigkeit angefangen habe. Bin ich ja auch super früh aufgestanden. Meistens ging um 3 ungefähr der Wecker. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und
ich weiß nicht, ob ich wieder dahin will, so früh aufzustehen, aber aktuell geht mein Wecker gerade so um 16:30. Und ja, dann fange ich hier im Büro tatsächlich an. Super kalt hier, weil ich die ganze Nacht die ganzen Fenster offen habe. Und da muss ich mich auch echt erstmal dann mit meinem warmen Kaffee hier ein bisschen einpacken. Aber es tut so unglaublich gut. Ich habe dann einfach tagsüber nicht mehr diesen extremen Druck, was ich alles noch machen muss, sondern ich kann wirklich morgens schon die wichtigsten Sachen erledigen und starte dann viel, viel entspannter in den Tag, weil ich eben einfach diesen Druck nicht mehr habe. Und es tut mir persönlich so, so gut. Also ich merke jetzt wirklich erst, wie sehr ich das vermisst habe, dieses frühe Aufstehen, dieses direkt morgens schon arbeiten, wenn noch keiner wach ist, mitzukriegen, wie der Tag beginnt. Das ist wirklich, es tut mir unglaublich gut. Ich bin viel, viel, viel entspannter, viel ausgeglichener, viel, ja, glücklicher tatsächlich auch. Es macht mich tatsächlich glücklich, morgens schon so viel zu schaffen. Und wie gesagt, merke jetzt erst, wie sehr mir das überhaupt gefehlt hat. Und bin sehr happy, dass ich das jetzt wieder anfange. Es kostet zwar tatsächlich etwas Überwindung, wenn der Wecker klingelt, wo ich denke, oh nee. Also es ist nicht so, bin ich auch ehrlich, dass ich direkt aus dem Bett springe und yay, es geht los, wir starten in den Tag. Also ich muss tatsächlich, ich muss tatsächlich mich dann auch kurz überwinden. Aber wenn ich das dann geschafft habe, dann geht es echt rund. Also da brauche ich dann auch nicht lange, um in Fahrt zu kommen, sondern das geht dann tatsächlich relativ schnell. Und dann erledige ich das. Ich suche gerade hier was in dieser Kiste. Und dann erledige ich tatsächlich, ja, so viel wie es geht, solange der Leo noch schläft. Oder bis ich dann eben den Nino wecken muss. Gefunden und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte euch nämlich hier, ich habe jetzt gerade die Haarsträhne von Nino gesucht, wenn ich jetzt schon kurz die vom Leo wegpacken will, dachte ich, mache ich kurz mal einen Vergleich mit beiden. Also, Nino war beim ersten Haare schneiden ja nur minimal jünger, aber schaut mal. Stellte das jetzt scharf? Ich weiß gar nicht, ob man es durch die Plastiktüten richtig sehen kann. Das hier ist Nino und das da drüben ist Leo. Das sieht jetzt beim Leo so dunkel aus. Eigentlich hat er gar nicht so dunkel. Ich meine, ihr seht ja, welche Haarfarbe er hat. Aber ja, das sind die beiden. Ich finde es eine schöne Erinnerung. Aber ja, Ninos waren auch relativ lang. So, das packe ich jetzt weg, dann schaffe ich hier Ordnung. Und dann wird erstmal weitergearbeitet, bis mein Mäuschen wach wird. Mich nur was für den Babybauchclub gemacht. Da können jetzt übrigens auch alle werdenden Mamis mit den Märzbabys 2023 buchen. Also wenn ihr dabei sein wollt, gerne unten auf den Link klicken. Nicht nur das habe ich jetzt gemacht, sondern ich bin auch gerade wirklich dabei, die Planungen für Ninos vierten Geburtstag zu machen. Oh mein Gott, also ich habe jetzt heute Morgen schon in meiner ersten Arbeitsphase die Einladung für die Familie fertig gemacht. Jetzt mache ich gerade noch die Einladung für den Kindergeburtstag und habe mir auch schon so ein paar Gedanken gemacht bezüglich, ja, Programm, weil ich das dieses Jahr einfach doch was anderes als letztes Jahr. Ne? Letztes Jahr haben wir tatsächlich drei Freunde eingeladen und haben die Kinder einfach ein bisschen gespielt miteinander. Also ich meine, dritter Geburtstag ist ja doch noch relativ klein, ne? Und da hat das wirklich gereicht als Programm. Kuchen essen, Geschenke auspacken und dann sind die in Ninos Zimmer rumgedüst. Und wir hatten noch überlegt, ein bisschen was draußen zu machen. Da haben wir gesagt, komm, das ist viel zu viel. Aber jetzt mit 4 Jahren und
Ich glaube, er lädt teilweise auch Kinder ein, die ja vielleicht ein Jahr oder so älter sind, auch anderthalb. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie alt die Kinder sind. Da brauchst du natürlich jetzt schon ein anderes Programm. Da reicht das nicht. Einfach ja hier, ne, spielt mal schön. Also das ist jetzt doch eine ganz andere Hausnummer. Das ist halt wirklich jetzt auch der erste Kindergeburtstag in der neuen Kita. Und ja, da will ich das natürlich auch für ihn was, so was Besonderes machen. Und oh, ich glaube, das wird super viel Arbeit, auch für mich in Vorbereitung und auch Gedankenarbeit. Und ja, natürlich hoffen, dass es auch den Geschmack von den Kindern trifft, weil ja, da kann man ja irgendwie auch viel kaputt machen als Eltern. Oder ich weiß nicht, wie ist das als aus eurer Erfahrung? Nicht, dass die Kinder nachher das, was ich geplant habe, doof finden und dann irgendwie danach Nino doof finden, weil ihnen der Geburtstag nicht gefallen hat. Vielleicht mache ich mir aber auch viel zu viel Gedanken, aber ich möchte es natürlich für mein Baby auch. Mein Baby ist es immer auf mein Baby was Besonderes machen. Und ja, da bin ich jetzt auch gerade schon die ganze Zeit dabei und überlege mir ein Motto, das sich natürlich dann auch in der Einladung, in der Deko widerspiegelt. Und die Torte soll natürlich letztendlich auch dazu passen. Und ja, er wird jetzt einfach schon 4 Jahre alt. Das ist so, so krass. Ich habe es vor ein paar Tagen erst zu meinem Mann gesagt. Vor 4 Jahren hatten wir einfach noch ein ganz anderes Leben. Also noch schwanger mit Baby im Bauch und ja, das Haus stand hier noch nicht zur Debatte. Ich hatte meine Selbstständigkeit noch nicht. Das ist, irgendwie hat sich unser Leben jetzt so komplett verändert, aber so positiv mit 2 Kindern jetzt und hier dem Haus und ja, meinem Traum kann ich leben mit der Selbstständigkeit und mir macht das so viel Spaß und ich liebe meine Kinder einfach und ach ja, es ist schön, aber es ist Wahnsinn, wenn man so überlegt, was sich einfach da alles so geändert hat in den letzten Jahren und wie man sich selber auch verändert hat und ja, was jetzt wichtig ist, was damals wichtig war, komplett anders. Aber egal, ich gehe jetzt dann gleich auch noch runter Mittagessen machen. Genau, der Leo, der wird auch jetzt demnächst aufwachen, solange feile ich hier noch ein bisschen an der Einladung. Mittagessen ist fertig. Es gibt für meinen Mann und ich Maultaschen mit Salat und Leo kriegt nachher hier auch ein paar Maultaschen noch mit ein bisschen Zucchini angebraten. Der schläft immer noch, der kleine Kerl. Schauen wir mal, wann er wach wird. Ich bereite jetzt auf jeden Fall schon mal alles vor, dass es auch abkühlen kann, dass er nachher gleich loslegen kann, weil die Ungeduld ist immer sehr, sehr groß, wenn er aufwacht und dann Hunger hat. Von daher, ich lasse mir jetzt mit meinem Mann das Mittagessen schon schmecken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ihr Lieben!